Es ist keine platte Werbebotschaft, sondern nackte Tatsache. Das Handwerk war und ist das Zentrum von Innovation und Erfindergeist. Doch die Idee alleine reicht nicht. Der Weg zur Marktreife ist häufig beschwerlich und ohne Hilfe oft gar nicht machbar. Die Unterstützung der Handwerkskammer ist gerade in dem Faktor, in dem Stand, wie wir jetzt sind, mit der Elektromobilität unheimlich wichtig. Alleine geht das nicht. Vor allem nicht als für uns kleine Handwerker, ja. Er muss es wissen. Mit seinem Betrieb setzt Oskar Hindelmeier auf elektrisch betriebene Lieferfahrzeuge. Ein Bereich, der im Augenblick eine riesige Nachfrage erfährt. Auch die Thematik Mobilität, schwindende Ressourcen an Öl führen dazu, dass wir vielleicht elektrisch fahren wollen, gibt neue Perspektiven. Elektronik treibt die Welt schon lange weiter. Es werden neue Möglichkeiten geschaffen. Es ist immer die Kombinatorik von Entwicklung der Welt, Entwicklung der Technik. Und auch von Kundenbedürfnissen. Für die Handwerkskammer für München und Oberbayern geht es bei der Elektromobilität aber auch um ganz andere Aspekte. Wir sind auch auf dieses Thema fixiert aus mehreren Gründen. Nicht nur, weil es eine Revolution im Fahrzeugbau geben wird, im Antrieb geben wird, in der Speicherung geben wird, sondern weil natürlich auch Ausbildungsinhalte angepasst werden müssen. Ich sage das immer so salopp, es ist etwas anderes, sich mit 24 Volt zu beschäftigen und dann letztlich mit 1000 Volt. Und so ergeben sich durch die derzeitige Entwicklung ganz neue Perspektiven für das Kfz-Gewerbe. Die Handwerkskammer für München und Oberbayern unterstützt innovationsfreudige Betriebe mit einem ganzen Paket. Wir begleiten dies sehr aktiv, einmal durch das Thema Beratung. Wir haben also eine technische Beratung, wir haben eine Innovationsberatung. Wir vermitteln zwischen Handwerk und Hochschule, wir schauen in Datenbanken, ob schon Patente da sind, helfen gegebenenfalls bei der Patentanmeldung oder beim Markenschutzverfahren und wir koordinieren auch und helfen bei der Beantragung von Innovationsgutscheinen, eine Maßnahme in Bayern, die es seit 2 Jahren gibt, wo mit relativ einfachen Antragsverfahren den Betrieben es ermöglicht wird, durch bis zu 7.500 Euro ein Vorhaben gemeinsam mit einer Hochschule oder mit einem Fraunhofer-Institut und vergleichbaren Einrichtungen abzuwickeln. Und so kann das Handwerk weiter die Innovationsvorreiterrolle einnehmen.